Traditionell am Hochfest Maria, Hilfe der Christen, rief Bischof Stephan zum dritten Mal die Maria-Hilf-Woche im Bistum Passau aus. Die Gründe für diese besondere Festwoche haben allerdings nicht nur mit der berühmten Wallfahrtskirche Ob Passau zu tun. Das hängt auch mit meinem Ordensvater zusammen, der ein großer Verehrer Mariens unter diesem Titel Hilfe der Christen war. Ich bin an diesem Tag auch noch geweiht worden, eher zufällig oder Fügung. Und dann gibt es hier dieses schöne Heiligtum und das hat sich alles so gefügt, dass wir diese Maria-Hilf-Woche haben einführen können. Und ich glaube auch geistlich gesprochen, Maria und das Thema Evangelisierung hängen zutiefst zusammen. Ich glaube, ohne sie, ohne ihre Mitwirkung als Mutter der Kirche, gibt es keine effektive Evangelisierung. Im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes verlieh Bischof Stephan Oster erstmals in seiner Amtszeit an mehrere Geistliche aus dem Bistum Passau einen Ehrentitel für ihre Verdienste in der Kirche und in der Seelsorge. Als ich Bischof geworden bin, da war auch von Papst Franziskus her die Devise ausgegeben, dass man diese Titel, von denen es ja mehrere gibt, eher zurückfährt. Und wir haben jetzt auch nochmal nachgeforscht, es geht doch. Und wir haben jetzt sehr sparsam, aber doch für verdiente Mitbrüder zwei Titel verliehen. Einmal den bischöflich-geistlichen Rat, das kann ich machen. Der wird verliehen an Dekane oder ehemalige Dekane, weil die ja echter Rat sind in der Dekanekonferenz. Und wir haben den Monsignore erbeten vom Papst für einen verdienten Mitbruder auf Rat des Domkapitels. Das ist der Pfarrer Kallmeier, der langjähriger Dekan war, jetzt im Ruhestand ist und auch sehr verdienter Priester in unserem Bistum ist. Er hat sich auch sehr gefreut, dass er Monsignore geworden ist. Die Maria-Hilf-Woche beginnt am 22. Juni und endet mit der Priesterweihe am Samstag, den 30. Juni. Durch die unterschiedlichen Veranstaltungen soll die Festwoche unter anderem das Glaubensleben im Bistum mit all seiner Vielfalt widerspiegeln.